Heilige Scheiße. Sie sind alle tot. Trip, hörst du mich denn nicht? Trip! Trip, warte! Bleib, wo du bist, Trip! Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved und Trippy Tucker lauft uns da wieder davon. Wie immer, ja, und wir haben ja das letzte Mal gemerkt, dass wir da ziemlich auf Widerstand stoßen. Da sind nämlich Sklavenfänger oder Händler unterwegs. Und ja, was soll ich sagen? Das wird ja noch ein heftiges Gefecht werden. Da unten ist ein Sonnenschirm, nicht schlecht. Gut. Dann schauen wir, dass wir hier weiterkommen. Da gibt es nichts mehr für uns. Und das sieht gefährlich nach einer Kampfmap aus. Ja, klar. Wie könnte es auch anders sein? Also laufen wir mal unserem Schicksal entgegen. Da kommen wir dann hoch, ja. Aber zuerst einmal machen wir uns hier einen Lenz. Ja, die Gegend ist ja extrem cool, gell? Und da vorne. Kommen wir da weiter? Ja, natürlich, aber zuerst springen wir darauf. Weil es ist ja nicht umsonst da. Also ich denke, ich werde da schnell wieder mal abkacken, weil ich habe das jetzt wieder eine Woche nicht gegamed. Und ein Haluzi. Aha. Und da unten marschieren die Jungs schon durch die Gegend. Ja? Gut. Also, zuerst noch einmal kurz die Tastenbelegung schauen. Ah, da kommen wir auch noch auf. Ah! Entschuldigung, Leute. Wir sammeln noch schnell ein, was zum Sammeln gibt. Und ja, das ist ein Kinderspielplatz, ja? Das sieht so aus wie bei uns, bei den Nachbarn. Ja, nicht schlecht. Also. Warum da die Laternen leuchten tagsüber? Gut, das erste Mal. Ja, alles. Okay. Ja, das brauchen wir auch. Genau so. Schneller mal schauen. 12, 15. Können wir aufstocken? Nö. Wir können mit Trippy nicht in Kontakt treten. Und ich glaube, dann wird es auch. Mein Vater. Oh, mein Vater, ich muss meinen Vater finden. Die hat ein Schild. Oh. Der ruft Verstärkung. Lassen wir ihn werden, ne? Wo kommen die her? Ah, da oben. Kommunikations. Nö. Aber ich glaube, wir müssen da durch, oder?
Mhm. Also, wie gehen wir die Jungs an da oben? Oh! Und schon ist es passiert. Naja, schon ein wenig konfus wieder unterwegs unser Dozo. Ja klar, mitten auf die Metallkappe gehaut. Und ja, ich glaube, das wird noch ein wenig heftiger werden hier. Haben wir was übersehen? Schaut nicht so aus. Also ihr müsst entschuldigen, wenn ich hier ein wenig langsamer spiele als sonst, was eh schon langsam ist, was mag ich behaupten. Aber ich kann nämlich hier nicht abspeichern, das ist das Problem. Da gibt es immer nur Speicherpunkte. Es muss doch jemand am Leben sein! Chip, beruhige dich, langsam. Oh oh. Hoffentlich geht uns die Munition nicht aus, Leute. Da haben wir nichts übersehen. Die Sklavenhändler sind schon fies. Trip, hör doch, komm wieder zu dir. Hörst du mich denn nicht? Trip ist weg. Trip. Warum machen die sowas? Warum machen die sowas? Ja, warum wohl? Das sieht nach einem Hinterhalt aus da, ja. Gut. Dann auf ins Gefecht. Na klar, war ja klar. Und Schild, Jungs. Hehe. Sollen wir schießen? Ja, klar. Aber ihr merkt wahrscheinlich, dass ich immer schön still bin, wenn es da wirklich zur Sache geht.
Ja, weil ich einfach so ein toller Let's Player bin. Gut. Schauen wir uns das nächste Level an. Wo sind wir hier? Oh oh. Noch einmal schnell. Nichts übersehen. Dahin. Entschuldigung. Gut. Die Jungs sind ja wirklich bedient. Arme Leute. Es hat einen Grund, warum ich mich da so genau umsehe, weil immer das Level nochmal spielen, das ist ein wenig zeitaufwendig und ist für euch, die das Spiel nicht haben, auch nicht so interessant. Trip! So, wir haben da einen Funkenkitzler, einen Hackmeck und da oben sind, ja, Maschinengewehr-Mags. Ich glaube, die können wir da aus der Ferne mal kurz ausschalten. Der hat ein Schild. Dann probieren wir das gleich mal. Also, wir haben gesagt, wir schalten zuerst immer den Funkenkitzler aus, weil der uns aus der Ferne immer so schön eine auf die Nuss gibt. Verstärkung gerufen oder nicht? Habt ihr was gesehen? Aha. Das ist wahrscheinlich der nächste Speicherpunkt. Und wir sammeln da mal kurz, was es zu sammeln gibt. So, hätten wir die mit Nahkampf auch ausschalten können? Ja, darüber. Okay Leute, wir machen hier einen kurzen Schnitt und sehen uns gleich wieder, wenn wir durch dieses mysteriöse Tor gehen. Bis gleich, euer Toso.